Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Vier Perso ist Mandat. Und vier ist Programm. Angst. Noch tiefer rein, oder was? Ja, nein, vielleicht. Okay. Wenn es nicht anders geht. Überall. Es schmandert sogar etwas, wenn man drauf rumläuft. Ach, jetzt hätten wir schon 75. Ach nee, jetzt haben wir insgesamt nur 35. Also man bekommt wahrscheinlich gar nicht 25 dazu, sondern nur 25 und dann jeweils 10. Aber egal, trotzdem. Hier wurden irgendwelche Videos gemacht. Ja. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite, alles klar. Ah, und dann geht das etwas tiefer, alles klar. Trotzdem irgendwie merkwürdig. Das ist doch ein ziemlich großer Aufwand, oder? Nur um hier auf die andere Seite zu kommen. Warum nimmt man da nicht einfach... Ja, keine Ahnung. Warum nimmt man nicht einfach eine Brücke, die von der einen Seite zur anderen geht? Okay, dann gehen wir wieder hier drüber. Waren wir ja schon. Hier ist nix. Checkpoint. An alle Einheiten. Bravo Foxtrot, reingehen. Leise. In Deckung. Was zum... Der hat also überhaupt keinen Bock, oder was? Bericht. Vorsicht, Granate. Oh Gott, ich glaube, die ist sonst durchgefallen. Aber nicht dahin, wo sie sollte. Wir haben ein Problem. Sehe nicht mehr, Schatz. Hat jemand Sichtkontakt zum Ziel? Verflucht, was schießt denn hier? Wie ist Ihr Status? Ach so, da ist... Ah, verflucht, sag mir das doch. So. Das Geile an der Waffe ist, dass sie anzeigt, wie weit was entfernt ist. Ich meine, ich verstehe den Sinn zwar nicht so ganz, weil... ja, ist eigentlich egal, die schießt endlos weit, zumindest was ich mitbekommen habe, aber es ist geil. Zu wissen, dass das hier 9,8, 9,9 Meter sind und hier 9,1. Nice. So, jetzt nehmen wir wieder die normale Waffe für die normalen Gegner. Ist er tot? Jetzt ist er tot. So. Okay. Okay, ihr habt ja noch ein bisschen Spaß, ja, Jungs? Ja, fein. Bewegt euch. Wie ist Ihr Status? Okay. Mit Leichen soll man nicht spielen. Hab Kontakt verloren. Wo dreht er sich denn hin? Er guckt gegen eine Wand, na, alles klar. Roger. Greifen Ziel an. Sperrfeuer. Kann jemand... Er ist wieder da. Okay. What? Von wo schießt denn hier? Hä? Bin ich blind? Sehe nicht, von wo es schießt. Ah, da drüben. Denkt noch einer. Ach, ist das wieder so ein krasser oder was? Aufpassen. Er wirft auf jeden Fall Granaten. Eine scheint losgegangen zu sein.
Ach, das war's schon. Da ist aber noch einer. Ach nee, das ist noch so eine Waffe, oder? Moment. Ach, das war noch eine kleine Waffe. Egal, ich glaube, jetzt haben wir den Raum gesäubert, oder? Okay. Gut. Weiter geht's. Gut, es sind Söldner. Aber sie haben für diesen Job eindeutig kein Zufallsteam zusammengewürfelt. Das ist eine feste Armee. Was habe ich noch nie gesehen. Keiner hat einen Namen oder einen Ausweis bei sich. Sie haben Akten über uns. Sie, mich, Letters, Chen. Wer sie auch sind, sie haben Beziehungen. Das heißt, wir kommen erstmal nicht wieder hoch. Das ist doch immer ein gutes Gefühl, oder? Wenn man irgendwo reingeht, man weiß, man kann definitiv nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Optimal. Was will man mehr? Ist aber cool gemacht. Medikits brauchen wir erstmal keine mehr. Blut. Ah, Nates. Waren wir nicht schon in so einem Raum? Aber wahrscheinlich eine Ebene weiter oben. Das heißt wahrscheinlich auf jeden Fall mindestens eine Ebene weiter oben. Gibt's auch erstmal wieder einen Checkpoint. Living Quarters. Aha. Lebende Würfel oder was? Eigentlich brauchen wir auch das Medikit nicht. Ich spürte, wie sie die Gedanken der Leute sondierte. Wer, Alma oder wen meint er jetzt? Sie fand mich hier, wo ich mich vor ihr versteckte. Ist das zu glauben? Die wollten mich beschützen. Das war wirklich dumm. Sie ist doch meine Mutter. Also ist Paxton Fettel eigentlich das Opfer, oder was? Die Tür hat auch gar keinen Bock mehr zuzugeben, wie es aussieht. Ach so, krass. Das ist, glaube ich, die Gefangenenzelle, die man im allerersten Teil sieht, also im Hauptspiel 4. Da sieht man im Video, wie der hier sitzt und irgendwas isst oder so. Das ist also seine Zelle. Jetzt kapiert er langsam. Also langsam fügt sich alles zusammen. Gut zu wissen. Habe ich gerade Energie verloren, nur weil ich auf den Boden geschossen habe? Oh, fuck! Warum ist denn hier auch wieder so ein Ding? Scheiße, jetzt habe ich aber Energie verloren. Gibt es noch welche? So. Mist. Ist aber ganz schön dilettantisch angestellt. In der Situation. Ah, ist auch blöd mit diesen Blutflecken, da weiß man aber nicht, kann man da reinlaufen oder nicht. Aha. Pass auf, diesmal steht jemand drauf oder irgendwas oder irgendwie oder... So. Gehen mal lieber zurück. Nee, sieht immer noch genauso aus. Na gut. Mehr von den Dingern? Sieht nicht so aus.
Doch. So. Oh, da steht einer. Überprüf das mal. Nein, hat doch irgendjemand gesagt, überprüf das mal. Wo ist er denn? Feuer eröffnen. Er hat mich doch immer noch nicht gesehen. Scheiße, ich stand zu nah dran. Oh nein, wo muss ich denn jetzt anfangen? Ah, verdammt, ich Idiot. War so ein cooler Plan, oder? Ich habe ja gesehen, dass er eine Waffe da rausgeguckt hat und dachte mir... Oh. Ich spürte, wie sie die Gedanken der Leute sondierte. Sie fand mich hier, wo ich mich vor ihr versteckte. Ist das zu glauben? Schatten war sogar noch einen Tick länger da. Sie ist doch meine Mutter. So, ich speichere mal. Ach, an so einer Stelle zu sterben ist echt peinlich. Kann ich eigentlich zerquetscht werden? Nein, ich probier's immer nicht aus. Standen die nicht vorhin noch? Die komischen kleinen Fässer, aber die scheinen auch leer zu sein. Also die können schnell umfallen. Ja. Haben wir jetzt auch mehr Energie, weil wir nicht in diese Falle da getappt sind. Oh, da steht diesmal aber woanders. Okay, diesmal läuft das Ganze ein Tick anders ab, aber was soll's? Was soll's, was soll's? Ach, waren echt nur zwei? Oh, fuck! Ich bin abgelenkt. Sind aber verdammt oft solche Dinger hier. War nicht irgendwo noch Energie? Fröhlich, okay. Weiter geht's. Ich verstehe es noch nicht so richtig, warum die jetzt überall angebracht sind, vor allem so auffällig. Ich meine, wenn sie es hier oben anbringen, dann wäre es cool, weil dann ist es schwer für mich, das zu sehen. Aber so sind die Dinger eigentlich ziemlich schnell kaputt zu machen. Hm, will ich das mitnehmen statt dem? Nee, ich glaube nicht. Da haben wir einfach bei der anderen Waffe schon zu viel Munition eingesammelt, als dass es sich lohnen würde, die zu wechseln. Okay, ziemlich großer Raum. Also wenn hier keine Gegner sind, weiß ich auch nicht. Bisher sieht eigentlich ziemlich ruhig aus. Volle Energie, volle Rüstung. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich irgendwie so ein fetter Gegner. Erledigen wir den Wichser sofort. Hier sind die schnellen Bastarde, ey. Fuck! Was ist denn da explodiert? Der wirft diese scheiß explodierenden Dinger. Das ist klar, sag ich mal. Sehe gar nichts.
nervt aber gerade ziemlich, muss ich sagen. Oh fuck, ich bin gleich tot. Ist aber gerade ziemlich heftig, muss ich zugeben. Okay, einer ist tot. Ach, der wirft diese scheiß Dinger wieder überall rein. Ach, verflucht. What? Sag mir das doch, dass hier noch einer ist. Ich scheine mit der Waffe ziemlich gut umgehen zu können, muss ich sagen. Okay, das ist heftig, der Kampf. Mal gucken, ob ich eher die Waffe probiere. Die hat vielleicht einen größeren Streuungsradius. Erledigen wir den Wechsel. Ah, die scheint mir ein bisschen geiler zu sein. Also passender für den Kampf, sag ich mal. Was sind sie denn? Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht so richtig, was die Waffe hier verschießt, die ich gerade habe, aber... Zumindest nicht so schlecht. Einer ist es noch, oder? Ich sehe nichts mehr. Was? Laser? Wer schießt denn hier mit Laser? Er wird doch mehr als nur einer zu werden. Mehr als drei. Haben wir es jetzt? Okay. Ich glaube, jetzt haben wir es. So, erstmal Sachen einsammeln, weil jetzt haben wir hier echt verdammt viele Medikits gebraucht im Vergleich zu sonst. Puh, war auf jeden Fall bisher der schwerste Kampf. Kann man nicht anders sagen. Okay, jetzt würde ich sagen... Nehmen wir auf jeden Fall die Waffe mit, die gibt's jetzt tausendmal. Auch wenn ich den, auch wenn ich die Munition davon scheiße finde. Wenn wir gerade nichts anderes haben. Aber immerhin sind sie diesmal nicht dazu gekommen, Haufen von diesen kleinen Türmen da aufzubauen. Das war echt ein krasser Kampf, kann man nicht anders sagen. Oben steht die merkwürdige Waffe nochmal. Gut, 6 Medikits, immerhin wieder volle Rüstung. Tja, dann würde ich mal sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö!